Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Winfried Schapel. Ich bin Fahrscheinkontrolleur und somit eine der tragenden Säulen dieser Gesellschaft. Schwarzfahren ist eine Geißel der Menschheit, wie Sie wissen. Und dieses Übel muss man an der Wurzel packen und ausreißen. Und heute wollen wir mal einen Schwarzfahrer packen, der selber noch nicht weiß, dass da einer ist. Gucken wir mal, ne? Irgendwo, den es noch gestern gar nicht gab. Ich hab gedacht, du glaubst an mich und dass ich dich für immer hab. Entschuldigung, darf ich da mal sitzen? Ja, schön. Ja, danke. Ich sitze nämlich gerne am Fenster. Ja. Ist ja eine triste Gegend hier, was? Ja. Also ich komme aus Düsseldorf, da ist ja viel schöner. Ah, Dienstlang ist auch eine schöne Ecke. Was? Dienstlang ist auch eine schöne Ecke. Ja. Schön ruhig. Schön ruhig. Aha. Haben Sie eine Tageskarte oder eine Monatskarte? Auch nicht. Was? Eine normale Fahrkarte. Eine normale? Ja. Ach, zeigen Sie mal. Och, da steht ja gar nichts drauf. Nee, ist weg. So, Sportfreunde, Zauberhaftprogramm. Einmal die Fahrscheine, bitte. Hatten Sie bitte mal Ihre Fahrscheine bereit? Trinken. Und ein Schlückchen trinken. Guten Tag. Okay. Danke. Fahrscheinkontrolle, darf ich mal Ihren Fahrausweis sehen? Ich habe gerade meine Fahrkarte aufgegessen. Bitte? Ich habe Ihre meine Fahrkarte aufgegessen. Sagen Sie es bitte nochmal. Sie haben meine Fahrkarte aufgegessen. Welchen Fahrkarte? Meine. Ihre Fahrkarte hat diese Oma. Ja, gegessen. Diese Oma. Ja. Hat Ihre Fahrkarte? Ja, gegessen. Diese Oma? Ja, diese Frau. Also hören Sie mal, junger Freund. Ich lüge nicht. Nicht? Darf ich bitte mal Ihren Personalausweis haben? Ja. Das ist mein Ausweis. Schön. So. Oh. Hätte ich jetzt aber gedacht, dass Sie älter sind. Hätte ich, ja, hätte ich jetzt von Angesicht zu Angesicht hätte ich gedacht, Sie sind älter. Ich behalte das mal. Ja, Sie können auch gerne auch das Geld haben. Bitte? Sie können auch gerne das Geld haben. Was meinen Sie, ich kann gerne Geld haben? Ja, wegen Fahrschein. Sie wollen mir das Geld für den Fahrschein geben? Ja. Junger Freund, die Sache ist ja die, Black is beautiful, heißt es so schön, aber dennoch muss man die Übel an der Wurzel packen. Ja. Und wir als Fahrkartenkontrolleure sind ja eine Säule der Gesellschaft. Ja. Da muss ich Ihnen sagen, erwischt. Nein. Leider. Pech gehabt. Ja. Schöner Trick mit der Oma, muss ich sagen. Kompliment, ist noch keiner drauf gekommen. Darf ich der Oma mal zur Sicherheit in den Mund gucken? Da ist nichts drin in dem Mund von der Oma. Das müssen Sie selber zugeben. Ja, junger Freund, 60 Mark und einmal im Mittelpunkt stehen. Das ist heute unser Thema. Ja. Ja? Wie gesagt, Winfried Schapel, 25 Jahre dabei. Ja. Wenn Sie mir folgendes mal beweisen, wie diese Oma, diese sympathische, die daneben hin sitzt, das Ticket in den Mund gesteckt hat, dann lasse ich mit mir reden. Da lasse ich mit mir reden, da lachen mein Kollege und ich uns mal kaputt und sagen, da hat der Herr Tampen mal Glück gehabt. Kann ich hier mal ein Ticket haben? Haben Sie mein Ticket? Brauchen Sie das noch? Nein. Zeigen Sie mir das doch bitte mal, wie die Oma das Ticket gegessen hat. So hat sie das so reingesteckt. Und dann? Noch umgetaucht. Und dann hat sie das runtergeschluckt und dann noch so einen Schnaps beigetrunken. Zeigen Sie es mir doch bitte nochmal. So hat sie drauf umgetaucht. Und jetzt runterschlucken? Ich bin auch ein Papieresser. Was mache ich nicht? Nicht? Nein.
Ich hab's nicht, also sie hat's runtergeschluckt. Ja, sie hat doch mal drauf. Entschuldigen Sie bitte, das glaube ich nicht. So ein Ticket kann man gar nicht runterschlucken, weil da sind Giftdioxine dran. Da wäre diese Oma, die jetzt neben Ihnen sitzt, nicht mehr so fit, wie sie im Moment ist, oder? Das war sehr nett. Wo ist das denn? Anschluss? Nein. So ein kleiner am Morgen, nein. Kann man doch mal vertragen. Nein. Ist wahrscheinlich ein Schwarzgebrannter. Schwarzgebrannt. Ja, Herr Kampen, dann bedanke ich mich bei Ihnen recht herzlich. Ja. Mein Name ist auch nicht Schattel, mein Name ist Habe Kerkeling. Nur den Personalausweis behalte ich vorerst. Man weiß ja nie, ne?